Berlin sollte aus Sicht der Industrie- und Handelskammer seine Chancen in der Energie- und Umwelttechnik besser nutzen. Die IHK forderte deshalb am Freitag vom Senat, ein Netzwerk für die grüne Wirtschaft, also der Green Economy, einzurichten. Schon heute habe Berlin in diesem Wirtschaftszweig mehr als 75.000 Beschäftigte in 6.200 Unternehmen, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder zu einer Studie seiner Organisation. Damit belege die Bundeshauptstadt unter den deutschen Großstädten einen Spitzenplatz.